Hi Freunde, willkommen zurück in der Hunter Primal. Inzwischen habe ich hier schon ein bisschen was gesammelt. Schrot mit Schrotmuni, das hatte ich ja schon. Eine Knarre habe ich jetzt, nur noch keine Munition dafür. Ein 5 Stück Lebenstrank, Kleidung, bisschen was. Da fällt wohl noch eine Brille. Und hier habe ich auch noch ein bisschen was reingepackt als Reserve. Und hier Scharfschützengewehr Muni, glaube ich mal. Das da Buckshot Ammo 12GA, das ist eine 12GA, also könnte das theoretisch auch da rein. Eventuell, ja. Aber ich habe keine Ahnung, was jetzt der Unterschied sein soll. Machen wir das da noch rein. Will ja nicht alles gleich mitnehmen. Das verliere ich dann nur wieder alles, wenn ich abkratze. Da habe ich auch ein bisschen was drin. Und ja, das dritte. Auch ein bisschen. Okay. Dann gehe ich jetzt ein letztes Mal darüber. Ihr seht, ich bin 17 Kilometer gelaufen, nur damit dieses Ding immer wieder spawnt. Hat ewig gedauert. Ihr wollt gar nicht wissen, wie langweilig das war. Ja, und ich hoffe, es gibt jetzt endlich eine Sniper. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Wo ist sie da vorne? Da. Nein, keine Sniper. War ja sowas von klar. Was mit dem Ding ist, habe ich immer noch nicht rausgefunden, aber ist mir jetzt auch ziemlich egal. Wir gehen darüber, legen den ganzen Scheiß wieder da rein, oder den neuen Scheiß da rein, und dann geht's eine Runde jagen. Diesmal habe ich eine Schrot dabei. Ja. Wird jeder Raptor kurzer Prozess gemacht. So. Zeig da rein. Nein, ist voll, verdammt. Das nehme ich alles mit. Da ist, glaube ich, noch Platz. So, okay. Leider kann ich nicht so viel tragen, sonst würde ich es irgendwo anders deponieren. Aber ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich abkratze. Also ist es gerade egal. So, geladen ist. Dann kann es da runtergehen. Oh, wir fliegen. Oh, ja. Ich habe schon gedacht, wir kratzen ab. Oh, das geht hier scheinbar nicht. Freut mich. Ich gehe einfach zu dem Sumpf darunter. Und ja, dann mal sehen. Irgendwas wird mir bestimmt vor die Linse laufen. Irgendwann bestimmt wieder ein T-Rex und dann bin ich wieder tot. Aber egal. Ich habe ja jetzt ein bisschen was gelagert. Falls einer mitspielen will, der kann sich dann da auch was rausholen. Und nur so viel wie man braucht. Sonst ist das zu schnell wieder leer und dann müsste ich die ganze Scheiße hier nochmal 10.000 Mal hin und her rennen, bis wieder alles Mögliche da ist. Dafür habe ich keine Lust. So, wir sind gleich unten. Was ist denn das da drüben? Ach, das war nur ein Geflimmer. Soll ich jetzt da durch das Tal rennen oder durch den Wald? Ich glaube, ich gehe durch den Wald. Sieht man zwar nicht so weit, aber dafür sehen die mich hoffentlich auch nicht so weit. Aber gerade eine Maus. Ach, die kill ich nicht. Ist
Nütze Munition Verschwendung. Eine Kiste. Gehen wir doch darüber. Aber da gibt's bestimmt wieder nur Pfeile. Oder einen Bogen und keine Pfeile. Hatten wir ja auch schon mal. Es wäre echt cool, wenn man den Raptor gekillt hat, dass man dann mit dem Raptor, mit seinen Knochen. Oh, scheiße. Scheiß Ding. Mit den Knochen, mit den Federn am Schwanz oder an den Flügeln oder was es sein sollen, weil fliegen können die Dinger ja, glaube ich, gar nicht. Und mit den Zähnen oder einfach statt den Knochen irgendwelche Äste Pfeile herzustellen. Das wäre cool. Und am Vulkan sagt man einfach, da gibt es Schwarzpulver, fertig. Und dann machen wir unsere eigene Munition. Das wäre richtig cool. Und vielleicht auch ein bisschen Waffen herstellen wäre auch nicht schlecht. Da läuft nichts rum. Dann tue ich nichts. Außer den Bus da vorm Haus. Ja, natürlich, Pfeile. Einfach mal darüber gehen. Komm, ich gehe da durch. Nein, da geht's nicht durch. Keine einzige Spur entdeckt. Hier oben leben wohl keine Viecher. Ich hoffe, dass es bald so Mini-Saurier gibt, die hier oben rumeiern. Und ein paar Vögel. Flugsaurier. Ja, cool. Da ist ein Stego, glaube ich. Der hat gerufen, da unten ist er. Gehen wir doch mal da runter. Hab zwar nichts gehört, aber egal. Er hat gerufen. Gesehen habe ich, dass er gerufen hat, nur gehört nichts. Wo ist er denn? Was habe ich denn noch gesehen? Da rechts ist er. Ich glaube zwar kaum, dass ich den mit einer Schrotflinte platt mache, aber wer weiß. Den Schuss reinpumpen und fertig ist er. Da ist er. Ich hoffe, das ist ein Vogel. Ich will dem jetzt mal richtig nahe kommen. War ich noch nie. Ist einfach immer abgehauen. Vorne ist er hinterm Busch. Er bewegt sich. Hau doch nicht ab vor mir. Will einen Screenshot machen. Läuft natürlich schneller. Da hat er gekackt oder so. Oder einfach nur Fußabdrücke hinterlassen.
Fußabdrücke. 7,3 bis 8,4 Tonnen schwer. Wo ist er denn jetzt? Da. Wenn ich jetzt aufstehe und wieder normal laufe, dann haut das bestimmt wieder ab. Der backt im Baum, am Hang rum. Da hat er gekackt. Eine fette Kackwurst abgelegt. Naja, eine Wurst ist das nicht, es ist ja ein Ameisenhügel. Eieiei. Wie lange ich wohl brauche, bis ich so einen Hügel ablege? 2 Jahre. Keine Ahnung. Bestimmt 100 Mal so lang wie der. Ich sehe ihn nicht. Aber da vorne ist er, ich sehe ihn. Ist er darüber gerannt? Nein, darüber. Naja, der ist runter und jetzt geht er wieder hoch. Am gleichen Weg. Kein böses Tier in der Nähe? Nö. Da hat er schon wieder so eine fette Kackwurst abgelegt. So eine Atombombe. Gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Noch nicht. Ich würde es nicht riechen wollen. Elefantenhaufen. Zehnmal so groß wie ein Elefantenhaufen. Wo ist er denn jetzt? Irgendwo da vorne. Bestimmt in der Nähe von dem Giftbusch. Steht er da oben? Glaub schon. Da. Wieder Trampelpfad. Vielleicht kriege ich ja gleich einen Erfolg, dass ich den so lange verfolgt habe. Wer weiß, drüben. Wenn er jetzt schon wieder gekackt hat. Glaube ich es auch voll. Nö. Da hat er nicht gekackt. Nein, nicht darüber. Lass mich links. Oh, Glück gehabt. Oh, ja. Muss ich wieder da drin vorbei. Oh. Wieder Glück gehabt. Oben. Mich verfolgt nichts. Nö. Glück gehabt. Der Jäger verfolgt einen Triceratops und der Jäger wird von einem Tyrannosaurus bestimmt. Ja. 80 Minuten. Oder 60? Nein, 60. Okay. Ich habe noch mal die da. Vor 60 Minuten ist er da runtergetrampelt. Na gut, wenn es vor 10 Minuten gewesen wäre, dann würde ich sein Getrampel noch hören oder spüren oder was weiß ich was.
Keine Blüte, doch da ist eine Spur. Er läuft schön geradeaus. Naja, passt. Geht zu weit weg jetzt inzwischen, denke ich mal. Hat er jetzt noch eine Spur hinterlassen? Keine Ahnung. Drüben vielleicht. Da ist nicht spurlos verschwunden. Verdammt, wo ist da jetzt hin? Da drüben. Ah. Okay. Und vielleicht irgendwo eine Spur, ein Kackhaufen. Okay. Vorne gibt es wieder irgendwas Besonderes. Er ist doch nie darüber gegangen, oder? Keine Ahnung. So ist jetzt hier zumindest keine Spur. Keine Ahnung, wo der rumgetrampelt ist. Ach komm, ich gehe kurz darüber. Vielleicht ist da ja was Besonderes. Und keine Raptoren, hoffe ich. Wenn ich jetzt die Schrotflinte auspacke, dann kommt der alte Tyrann auch. Wollen wir noch kurz was zu futtern? Ui. Zwei Kisten, eine große und eine kleine. Erstmal zur großen hin. Ups. Settler Cap. Will das da mitnehmen? Komm, pack mir das auch ein. Darüber. Settler Pants. Machen wir hier. Ist da rein. Soll ich die Kleidung wechseln? Weiß nicht. Nein. Oh. Kurz rennen. Wird schon nichts Böses in der Nähe sein. Wer weiß. So, dann suchen wir ihn mal nochmal. Und dann gehen wir näher ran. So nah wie möglich. Es wird sich hier lohnen,
mehrere zu sein, da könnte man dann ein bisschen einkreisen. Da immer an den Giftbüschen entlang laufen muss, der frisst die bestimmt, oder? Oh, gut. Da. Unten. Oh Mann, direkt am Busch dran. Verdammt. Ach, leck mich doch. Die Spur hole ich mir jetzt nicht. Aber die da. Runtergelaufen. Oh, was war das? Oh, das war bestimmt der T-Rex. Das gar nicht wissen. Irgendwas hat geschrien. Gekreischt. Wenn ich geguckt hätte, woher, dann wüsste ich, wo der jetzt ungefähr ist. Der alte, blöde, dumme Arsch. Drüben ist eine Spur. Ah, das ist wieder was anderes. T-Rex. Der Raptorspur habe ich ja keine gefunden, die ich verfolgt habe. Das ist nichts. Da unten steht er. Und da ist der T-Rex, der Steg, Dingser, Triceratops. Oh oh, der kommt her. Zumindest ein bisschen. Gerade eine Kackwurst abgelegt. T-Rex. Steht er da? Ja, da steht er. Da unten neben der Palme. Oh nein, Raptor. Hat er mich gesehen? Irgendwas rammelt hier. Ach, da vorne ist ja der Triceratops. T-Rex, der hoffentlich noch da unten. Oh Mann. Macht er jetzt. Wenn er zurückkommt, dann habe ich ein Problem. Schnüffeln in der Luft rum. Und nicht der Triceratops.
Und ein Short T-Rex. Das sind zwei T-Rex. Verdammt. Ah. Ich bin tot. Bin sowas von tot. Geht hoch. Ich schau da gerade noch runter. Raptor kommt nicht her. Okay, gut. Kann ich wieder aufstehen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Aber ich gehe gerade Richtung Arschlöcher. Das sind zwei. Triceratops. Einer kommt in meine Richtung. Raptor, Raptor, Raptor. Oh Mann. Sind das T-Rex-Spuren? Große Scheiße. Auch. Geh doch nicht darunter. Ich hoffe, das ist der Triceratops, wo da so trampelt. Da unten ist ein T-Rex. Und andere. Och Mann! Verdammte Kacke! Naja! Hätte ich denn doch gleich hier ein bisschen abgeknallt. Bugshot. Was ist denn Bugshot? Bugshot ist doch bestimmt bloß Vogel. Deshalb hat es keinen Schaden gemacht. Naja. Was soll's? War denn der Berg? War der hier? Ja, der war hier. Wo war ich dann jetzt hier? Oder wie? Oder hier? Hier glaube ich. Irgendwo. Ja, ich glaube hier. Ha. Schlecht. Naja. So kann's gehen. Ich wieder ein Ei. Und das Spiel ist, so wie es aussieht, wieder abgeschmiert. Ja, super. Gut, Freunde, dann war's das wieder für heute. Und mal sehen, vielleicht wird's weitergehen. Vielleicht mache ich eine Pause. Warte, bis das Spiel mal besser läuft. Bis es einen neuen Patch gab. Hab keine Lust, dass es immer wieder abschmiert. Und ja, ich habe ja jetzt schon ein bisschen was voraus aufgenommen, also wird es schon passen. Bis dann, tschüss!